Hallo, heute von der Baustelle. Wir befinden uns hier in einem Neubau in Holzrahmenbauweise und wir wollen uns mal anschauen, welche Detailpunkte hier zu lösen sind und wie man die wirklich praxisnah und effektiv umsetzen kann. Ich habe Jochen dabei, Jochen Götz, Zimmerermeister, mit dem ich zusammen einfach hier mir die Baustelle mal betrachte und wir zusammen einfach hier die Details lösen. Jetzt geht es erstmal um diesen Anschluss, der ist ganz typisch. Also man hat ja in einer modernen Wandkonstruktion immer verschiedene Materialien, die man miteinander verkleben muss. Also hier hat man einen Holzständer, ist KVH gehobelt, hier ist eine USB-Platte, das kann man direkt mit dem normalen Klebeband um die Ecke verkleben. Das ist relativ simpel, weil beide Oberflächen sehr gut geeignet sind, mit dem Klebeband dauerhaft dicht verklebt zu werden. Diese Ecke hier ist ein bisschen kritischer. Hier sehen wir, wir haben KVH und hier haben wir aber eine Holzfaserplatte. Und Holzfaser, wenn ich da mal so mit der Hand rübergehe, dann sieht man schon, das hat keine besonders feste Oberfläche. Das heißt, wenn ich da mit dem Klebeband jetzt raufklebe und ich warte ein bisschen, bis der Kleber sich mit dem Untergrund verbunden hat und ich ziehe dran, dann ziehe ich halt nur die obersten Fasern raus und das ist nicht wirklich langlebig. Deshalb muss man diese Materialien immer da punktuell mit einem Primer vorbehandeln, wo man einfach verkleben möchte. Und man sieht hier, das ist jetzt keine große Fläche, das sind nur ein paar Quadratzentimeter. Und da gibt es Primer, die man mit dem Pinsel aufträgt, die sind ja ganz schwer zu reinigen und da muss man halt Werkzeug haben. Das ist sehr aufwendig. Wir haben aber jetzt eine einfachere Lösung entwickelt und zwar einen sprühbaren Primer, den ProClimas Primer. Da wird Jochen noch euch mal zeigen, wie schnell man den aufbringt. Jetzt sehen wir hier, wie schön der Primer die Oberfläche benetzt hat. Das heißt, der dringt jetzt in die Holzfaserstruktur ein und wird die oberste Fläche einfach miteinander verbinden. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir mit dem Klebeband die beiden Bauteilflanken miteinander verkleben. Das kann man machen mit einem herkömmlichen Klebeband, wenn man geübt ist, dass man einfach in die Ecke geht und das Material später zum Beispiel mit den Pressfix hineindrückt. Das ist was für den geübten Handwerker, denke ich, der kann das leicht so realisieren. Aber gerade für Menschen, die jetzt nicht täglich mit dem Klebeband arbeiten, gibt es leichtere Lösungen. Das ist das Tescon Profect. Das kann man sich hier mal anschauen. Das ist auch ein Klebeband, was allerdings auf der Rolle vorgefaltet ist. Das heißt, wenn ich es abrolle, ist eine Flanke des Klebebands schon frei. Ich kann jetzt hier hingehen und das Klebeband ansetzen und das erstmal auf der Holzfaser, auf der Holzseite verkleben. Jetzt kann ich das Band aufkleben. Hier oben an dem Fingerlift kann ich den Liner sehr, sehr leicht einfach entfernen. Das heißt, ich ziehe den über die gesamte Länge ab, gehe jetzt mit dem Pressfix rein, drücke das Klebeband in die Ecke hinein und jetzt kann ich das einfach an beiden Flanken schön ankleben und habe mit wenigen Handgriffen diese schwierige Eckverbindung hergestellt. Mach den Deckel auf den Primer, dann ist der Primer auch wieder geschützt und ich kann ihn mitnehmen.